Ein monatelanger Streit geht zu Ende. Der Kanton Thurgau beteiligt sich jetzt doch an den Sozialhilfekosten der Stadt Arbon. Das, obwohl es vor knapp 2 Monaten noch ganz anders stöhnt hat. Als Gegenzug soll Arbon aber endlich die roten Zahlen in den Griff bekommen. Luana Wüstiner. Es ist ein Lichtstreif am Horizont für das Budget von Arbon. Seit Jahren hat die Stadt die höchsten Sozialhilfekosten vom ganzen Kanton Thurgau und schreibt unter anderem darum rote Zahlen. Im September geht die Stadt in die Offensive und verlangt, dass der Kanton die Kosten übernimmt. Bei einer Infoveranstaltung letzten Monat winkt der zuständige Regierungsrat Jakob Stach ab und sagt, die Anwohner müssen selber schauen, wie es zu Schlag kommt. Jetzt auf einmal die Wende. Der Kanton entschließt sich, Arbon mit mindestens 650'000 Franken zu unterstützen. Gibt dem Stadtrat aber Hausaufgaben mit. Das ist kein Geschenk, sondern das ist wirklich eine Leistungsentschädigung. Damit verbunden sind die Erwartungen, oder nein, der zwingende Wunsch, dass man ein ausgleichendes Budget erreicht. Das ist ja mit auch in dem Gespräch entstanden, das wir hatten mit dem Herrn Stach. Obwohl der Jakob Stach vor einem Monat noch davon geschwätzt hat, dass Arbon allein schauen müsse, wird er heute nichts davon wissen, dass er dem Druck der Stadt nachgegeben hat. Vielmehr sei es ein Kompromiss. Die Stadt Arbon hat viel mehr gefordert. Die wollten 100% ausgleichen. Also, sie wollten eigentlich die Soziallasten vom ganzen Kanton auf einen Haufen rühren und dann einfach pro Einwohner alle verteilen. Kommt für uns nicht in Frage. Irgendjemand muss die Verantwortung tragen. Sonst gehen die Ausgaben sicher aus dem Ruder. Wir sagen einfach, bis 50% können wir ausgleichen an dem, der am meisten belastet ist. Und das ist eben Arbon. Das ist ganz klar Arbon. Und das machen wir auch. Aber den Rest muss Arbon machen. In erster Linie heisst das, die Stadt muss weiter schauen, wie die Sozialhilfekosten senken können. Und gleichzeitig müssen 250'000 Franken Loch, das trotzdem im Budget bleibt, stopfen. Das heisst, auf Investitionen verzichten und Einnahmen erhöhen. Da kann ich noch nichts im Detail dazu sagen, noch Massnahmen ergreifen, wo wir überhaupt nicht glücklich sind. Aber politisch sehr, sehr gewünscht und eine Massnahme, die dann auch einschenken würde. Gut möglich, dass der Stadtpräsident mit dem eine Steuererhöhung meint. Da, obwohl Arbon schon den höchsten Steuerfuss im Kanton Thurgau hat. Offiziell kommuniziert werden die Massnahmen Mitte Januar. Die Meldung aus dem Kanton Thurgau, die letzte von heute. Jetzt geht es weiter mit dem 60 Minuten. Bei dir, Dominik. Ja, wir haben in der restlichen Stunde noch einen bunten Mix an Themen und Geschichten. Zum Beispiel mit dem Staffelfinal von Menschen in der Ostschweiz, Highway-Menschen. Wir erfahren aber auch von Philipp Portmann, was über die Festtage so alles im Kino kommt. Und wir machen sie lustig aufs Weihnachtsmenü in unserer Wochenserie. Heute aus dem Einstein St. Gallen. Das alles gibt's nach einer kurzen Pause und einem Wetter. Bis dann.